Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, woran merkt ein erfahrener Abgeordneter, dass der Wahlkampf begonnen hat? Daran, dass die Linke und insbesondere linke Kollegen wieder einmal ganz tief in die ideologische Mottenkiste greifen. Nun soll wieder einmal Milliardäre wollen in Deutschland verboten werden, die deutschen Eigentümer, Unternehmer, Sportler und Künstler noch weiter besteuert werden. Oder steht Herr Ernst hier? Sie müssen noch mal Ihren Fraktionsvorsitzenden erlesen. Hier, ich will einen Staat, der Milliardäre verhindert. Hier, genau, hier die neueste Ausgabe bei der Welt. Ich will das nur sagen, Sie wissen scheinbar gar nicht, was Ihr Fraktionsvorsitzender fordert, aber Sie unterscheiden sich in der Gesamtlösung sicher auch nicht. Ich kann nur sagen, wie nehmen Sie dieses Parlament ernst, wenn Sie immer wieder die gleichen falschen Forderungen hier stellen. Und ich habe leider, muss ich sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, auch mit Interesse gehört, dass die SPD eine Vermögensteuer nicht ausschließt. Das ist sehr bedauerlich. Vielleicht können Sie das noch hier korrigieren. Aber, meine Damen und Herren, nach dem enormen Anstieg der Steuereinnahmen, der sich für die nächsten Jahre abzeichnet, fällt Ihnen wirklich nicht mehr ein, als immer wieder eine zusätzliche Vermögensteuer zu fordern, die vom Bundesverfassungsgericht in ihrer Form nicht mehr verfassungskonform angesehen wurde. Auch das gehört zur Wahrheit, meine Damen und Herren. Und Sie machen dann irrwitzige Vergleiche mit armen Menschen und von Armut gefährdeten Kindern. Die berühren uns auch. Aber Ihre Milliardäre oder Millionäre, die leben doch nicht auf Kosten dieser Kinder. Vielmehr leisten diese über die Steuerprogression einen hohen Beitrag für die hohe Sozialleistungsquote in Deutschland, im Übrigen die höchste Sozialleistungsquote in der ganzen Welt, meine Damen und Herren. 53% des Bundeshaushaltes geben wir für Soziales aus. Wir haben keine Ungerechtigkeit in diesem Bereich. Das sollte auch einmal festgestellt werden. Herr Kollege Michelbach, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung vom Kollegen Schlecht aus, von der Linken? Ja, gerne. Herr Kollege, Sie haben eben gesagt, das Verfassungsgericht hätte die Vermögensteuer oder eine Wiedereinführung der Vermögensteuer für verfassungswidrig. Da sind Sie einem Irrtum, glaube ich, aufgesessen. Es gab mal eine Zeit lang, geisterte in der öffentlichen Debatte der sogenannte Halbteilungsgrundsatz herum. Und mit dem wurde immer begründet, dass eine Wiedereinführung der Vermögensteuer schnell an seine Grenzen stößt. Ich kann Ihnen nur den Hinweis geben, wahrscheinlich sind Sie da nicht auf der Höhe der Debatte, dass schon seit Jahren, das muss schon 8 Jahre her sein, das Verfassungsgericht entschieden hat, dass dieser Halbteilungsgrundsatz, wie er ursprünglich mal aufgestellt wurde, bezeichnenderweise auch von einem Herrn Kirchhoff, dass dies nicht mehr der gängigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes entspricht und von daher es keinerlei juristische Grenzen gibt, eine Vermögensbesteuerung durchzuführen, auch eine Vermögensbesteuerung, die eine Substanzbesteuerung darstellt. Im Übrigen noch der Hinweis, der Grund, weshalb die Vermögensteuer von uns als Millionärsteuer wieder eingeführt werden soll, ist ja nicht nur die Gerechtigkeit, sondern auch der Punkt, dass damit jedes Jahr 100 Milliarden zusätzliche Einnahmen erzielt werden können. Und dies wäre die finanzielle Basis, um wirklich nachhaltig in Infrastruktur und soziale Dienstleistungen zu investieren und um in extrem hoher Größenordnung mindestens 50.000 Arbeitsplätze in diesem Lande zu schaffen. Das nochmal zum Argument, weil es auch immer wieder herumgeistert ist, das würde Arbeitsplätze vernichten. Nein, eine Millionärsteuer, die der Produktion zugeführt wird, in der Dienstleistung, würde Arbeitsplätze schaffen. Dankeschön. Herr Michelbach, bitte. Herr Kollege Schlecht, ich nehme Ihren Beitrag jetzt mal als Frage. Ich darf aber feststellen, dass Sie zwei völlig unterschiedliche Dinge miteinander vermischen. Sie haben leider hier eine Frage an einen Kollegen gestellt, der als Abgeordneter hier schon lange dabei ist und weiß, dass 1994 dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichtes stattgefunden hat und dass deshalb
die Vermögensteuer nicht abgeschafft wurde durch Beschluss des Deutschen Bundestages, sondern ausgelaufen ist aufgrund dieses Urteils, meine Damen und Herren. Und wenn Sie heute zu einer späteren Beurteilung kommen, dann hat das einen ganz anderen Sachverhalt, insbesondere auf eine andere Steuerfrage hin. Und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, Sie sind hier im falschen Film. Die Vermögensteuer ist aufgrund eines Urteils des Verfassungsgerichtes ausgelaufen. Das ist die Tatsache, meine Damen und Herren. In Deutschland leisten, und das sollte man auch noch mal betonen, heute die 10% der oberen Steuerzahler über 50% des Steueraufkommens bei der Einkommensteuer. Meine Damen und Herren, und wir brauchen keine neuen und höheren Steuern, wenn wir ein erfolgreiches Land mit Vollbeschäftigung und Wohlstand für alle bleiben wollen. Und darum geht es. Seit Ludwig Erhard geht es um höchste Beschäftigung, um Wohlstand für alle. Das ist unser Ansatz. Und wir brauchen vor allem Steuerentlastungen für alle Arbeitnehmer, für die hart arbeitende Mittelschicht und natürlich auch für unsere Betriebe. Und die haben ein Anrecht auf eine hohe Leistungs- und Wachstumsdividende, denn sie haben dieses Wachstum erarbeitet. Und dann ärgert mich immer, wenn Sie von Steuergeschenken sprechen, meine Damen und Herren. Es ist zunächst einmal das Geld der Leute, die das erarbeitet haben. Und es sind keine Geschenke. Und dann kommt erst der Staat, muss man feststellen, meine Damen und Herren. Sie sind völlig auf dem falschen Dampfer in einer gerechten Steuerpolitik. Und deswegen kann ich nur sagen, wir werden für mehr Netto vom Brutto sorgen und den Menschen, den Bürgern mehr Geld in ihr Portemonnaie geben. Die Lösung im Tarif mit einer Abflachung ist wichtig, mit einer Einkommensteuerreform, mit Forschungsinvestitionsförderung und mit Abbau von bürokratischen Hürden beim Steuerrecht. Das ist soziale Marktwirtschaft, das ist eine stringente Wachstums- und Beschäftigungsforderung und Förderung in Deutschland. Und das ist die Steuer- und Finanzpolitik, die die CDU/CSU führen wird. Und die wird auch für unseren Wirtschaftsstandort, für die Arbeitsplätze wesentlichen weiteren Erfolg erbringen. Und darum geht es, meine Damen und Herren. Und ich kann nur sagen, dass Sie sich mal vor Augen führen müssen, vor 40 Jahren galt für den Fiskus als Topverdiener, wenn man das 17-fache des Durchschnittslohns verdient hat. Heute ist der Spitzensteuersatz bereits fällig, wenn man das 1,3-fache, also knapp 54.000 Euro im Jahr verdient. Und das ist die Situation. Und deswegen müssen wir gerade auch bei den mittleren Einkommen etwas Entlastung geben und hier einen neuen Tarifansatz bringen, weil wir letzten Endes hier eine Lösung benötigen. Wir brauchen keine Neiddebatte. Was Sie wollen, ist die Menschen in unserem Land in einer Neiddebatte gegeneinander aufhetzen, weil Sie glauben, daraus politisches Kapital schlagen zu können. Aber wir werden das nicht mitmachen. Wir werden dagegenhalten. Wir werden den Menschen sagen, mit uns bekommen Sie mehr Entlastung, mit uns bekommen Sie mehr Netto vom Brutto, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Michel Bach. Letzter Redner in dieser sehr lebendigen Debatte, Lothar Binding für die SPD-Fraktion. Ja.